Gegendemonstranten haben einem AfD-Anhänger die Flagge entrissen, die Polizei schreitet ein. Doch solche Bilder bleiben an diesem Tag die Ausnahme. Wohl auch deswegen, weil die Gegenproteste wesentlich kleiner ausfielen als erwartet. Während über 10.000 Bürger dem Aufruf der Alternative für Deutschland folgten und am Samstag nach Berlin fuhren, konnten verschiedene, vermutlich antifa-nahe Gruppierungen nicht einmal 1.500 Gegendemonstranten auf die Beine stellen, die sich wiederum auf 11 verschiedene Veranstaltungen aufteilten. Für den stellvertretenden Parteivorsitzenden der AfD, Stefan Brandner, war das fast schon eine Enttäuschung. Wir waren ja vorne in der ersten Reihe und da wurden klar irgendwie 2 Dutzend Gegendemonstrationen angemeldet oder seien angemeldet worden, aber die bestanden teilweise aus einer Handvoll Leuten. Also es war einfach, ich hatte da mehr erwartet in Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Insoweit war ich enttäuscht, weil so ganz ohne Antifa-Folklore ist das auch nicht schön. Großen Applaus für die Antifa in Berlin. Lobende Worte fand Brandner für die Arbeit der Polizei, die ihrerseits von einem erfolgreichen Einsatz sprach. Es hat tatsächlich an einigen Wegstreckenabschnitten die Versuche gegeben, von außen in den Aufzug der AfD zu gelangen. Hier konnte aber schnell durch Einsatzkräfte interveniert werden. Weniger positiv fällt dagegen das Fazit der Mainstream-Journalisten aus. Einem ZDF-Team wird die Kamera mit Schildern verdeckt, bis es sogar dem Redner auf der Bühne zu bunt wird und er dazu aufruft, die Presse nicht weiter zu behindern. RBB-Reporter Olaf Sundermeier will sogar Anfeindungen erlebt haben. Ein Demonstrant fordert ihn während einer Live-Schalte zur Diskussion auf. Nee, komm, ich kann hier stehen. Also wir haben hier permanent, dauerhaft solche, ich möchte das Anfeindungen nennen. Sundermeier ist bekannt dafür, regierungskritische Proteste zu diffamieren und als extremistisch abzustempeln. Entsprechende Sätze in seiner Live-Schalte nahmen die Demonstranten als Provokation auf. Doch die flächendeckend negative Berichterstattung zur AfD scheint sich nicht länger auf die Popularität der Partei auszuwirken. In aktuellen Umfragen erhält die AfD bundesweit bis zu 15% Zuspruch. In Ostdeutschland hätte sie stellenweise sogar das Zeug zur stärksten Kraft. Wie schon in der Vergangenheit profitieren die Populisten von der Krise, bekommen Zulauf, weil es mit Deutschland immer deutlicher bergab geht. Laut Parteichef Tino Chrupalla kann die AfD zulegen, da sie die Ursachen der Probleme benennt. Wissen Sie, wir profitieren davon, dass wir als einzige Partei die Ursachen benennen und nicht an den Symptomen herumdoktern. Und die Ursachen sind Habecks Wirtschaftskrieg, sind die Sanktionen gegen Russland, die uns ärmer machen, die unseren Mittelstand in die Pleite treiben. Und das benennen wir und das erkennen die Bürger. Es stimmt, dass die Ablehnung der Sanktionen gegen Russland und die Forderung nach der Öffnung bzw. Reparatur von Nord Stream nur bei der AfD zur offiziellen Parteilinie gehört. Wir fordern, dass die Pipeline so schnell wie möglich repariert wird, dass sie geöffnet wird und dass sie dann auch gesichert wird, weil sie nicht nur für Deutschland wichtig ist, sondern für ganz Europa, Energiesicherheit und günstiges Gas aus Russland. Sehe ich genauso. Alleine deshalb schon mal, um Putin auch auf die Probe zu stellen, ob er es dann auch tatsächlich macht. Denn bisher behauptet er es ja immer nur in der jetzigen Lage. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es soweit ist, aber ich würde auf jeden Fall sagen, diese Option darf man nicht leichtfertig nicht nutzen, sondern man muss alle Optionen nutzen, gerade wenn man weiß, wie die Energiepreise sich in Deutschland entwickeln. Je mehr Menschen die Energiekrise persönlich trifft, desto populärer werden ihre Positionen. Um zu verhindern, dass am Ende die AfD von den vielfach Krisen profitiert, müssten die anderen Parteien ihren Kurs also überdenken und ihre Politik an den Wählerwillen anpassen. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.